Ja, und hier gehen sie immer wieder durch nach Innsbruck. Also vielleicht wäre es gar nicht so sinnlos, wenn wir dort mal eine etwas stärkere Verteidigungstruppe hätten. Aber wenn sie nicht bald anfangen, irgendwas dagegen zu tun, dann werden wir einfach ganz Frankreich langsam dahin übernehmen. So, da haben wir wieder die nächste Armee, die hier mithelfen kann. Ihr könnt dann da unten wieder dazugehen. So, wir sind auf 14,87. Auf wie viel müssen wir denn kommen? Damit wir uns einen neuen Start dazu leisten können. Auf noch wesentlich weniger, glaube ich. Was werden die Konsequenzen, wenn wir darüber gehen? Ja, ihnen irgendeine Provinz in Afrika wegzunehmen, glaube ich, würde es nicht den großen Sinn machen. Gut, läuft hier alles eigentlich gerade? Nicht übersehen. Kommt schon, ihr müsst noch rechtzeitig ankommen. Das könnte dann noch gut gehen, gerade nochmal. So, ihr seid auch beide fertig. Beziehungsweise ihr seid noch nicht ganz fertig, aber fast. Epinal haben wir übersehen. Aha. Oder sie haben es zurückgenommen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall gehört es ihnen, was es nicht tun sollte. So, dann rücken wir vor in Richtung Paris.
Das sind jetzt aber schon ein bisschen viele Truppen auf einem Fleck. Das teilen wir lieber nochmal ein bisschen auf. Gut, hier scheinen wir zu gewinnen. Finde ich natürlich schon mal toll, wie hoch... Okay, unsere Zinsen sind 6, aber trotzdem wäre es sinnvoller, wenn wir sie ein bisschen reduzieren würden. Ja, was tun wir jetzt gegen die 17 hier? Einfach mal warten, oder? Ah, ihr könnt euch darum kümmern. Und ihr könnt mithelfen beim Kümmern. Und ihr dann auch nochmal. Und dann sollte das erledigt sein. Sollen wir es jetzt wagen, über das Maximum zu gehen und den Franzosen ein paar Gebiete wegzunehmen? Sollen wir einfach ganz allgemein über das Maximum gehen und hier halb Frankreich nehmen? Ich meine, tun könnten wir es natürlich. Ja, ist jetzt die Frage. Warten wir damit einfach mal noch, bis wir ganz Frankreich besetzt haben und dann entscheiden wir uns, was die Friedensverhandlungen bringen wollen und sollen und mögen. So, wo gehen die denn hin? Nach Orléans. Gut, die Schlacht ist noch immer nicht entschieden. Dauert jetzt schon eine ganze Weile. Dann schicken wir da mal Verstärkungen hin. Und die ist verloren? Wirklich? Gegen die 15? Ja, aber Frankreich hat den Krieg schon eindeutig verloren. Das werden sie vermutlich auch bald selber einsehen. Sind wir denn jetzt schon eine Großmacht oder werden wir das nie wieder? Offensichtlich eher nicht. Das ist aber blöd. Weil dann können wir nie wieder hier irgendwas mit Einfluss machen. Aber ja, setzen wir einfach mal fort. In der Hoffnung, dass wir irgendwann doch eine Großmacht werden. Wann können wir denn hier das nächste nehmen? 1880, jetzt haben wir 73, okay. Ein bisschen mehr Industrie wäre sicher kein Fehler. So, er geht dann mal dort irgendwo hin. Oh, hier haben wir noch was übersehen. Brescia haben wir wieder verloren mit 42.000 Truppen. Das wird aber schon langsam ein bisschen komisch. Ja, lassen wir ja alle mal aufladen, aber sie sind ja alle ein bisschen aufgeladen. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, wie wir da verlieren können. Angriff.
So. Das sieht nach einem eindeutigen Sieg aus, dieser Krieg. Also, naja, das ist eigentlich schon ein eindeutiger Sieg. Sobald uns Paris gehört, entscheiden wir mal, was zu tun ist. Und das sollte eh jeden Moment sein. Okay. Am Weißen Frieden können wir also annehmen. Aber der Krieg hat ein bisschen zu lange gedauert für Weißen Frieden, meiner Empfindung nach. Wir könnten auch hier von Frankreich zum Beispiel Franche-Comté oder Wallonien nehmen. Beides gar nicht so schlechte Provinzen sicherlich. Aber wir würden damit über die Grenze hier gehen und ich weiß nicht, was dann passiert. Vielleicht so ein Weltkrieg gegen uns. Irgendwelche anderen Dinge könnten wir uns, glaube ich, leider nicht leisten. Ja. 11 würde es kosten, wir können es aber nur 10 leisten. Tun wir das mal. Und das lehnen wir damit dann ab. Ja, in Wallonien würde ich auch noch zu gerne... Ah, das passiert also, wenn man das tut. Russland erklärt einen Krieg. Ja gut. Dass wir jetzt mit Russland im Krieg sind, ist natürlich verdammt blöd. Aber wir können es ja eh nicht mehr ändern, wie immer. Also, beginnen wir mal sofort Truppen zu verlagern nach Russland. Weil es ab jetzt absolut egal ist, was hier überall passiert. Und wir hätten dann nicht drüber gehen sollen über das Maximum. Hat schon einen Grund, dass das Maximum ist. So, sehr schön. Jetzt gehört uns immerhin Franche-Comté. Dann würde ich sagen, wir beginnen mal massiv viele Armeen in Richtung Russland zu verschieben. Und zwar immer so in die zweite Reihe, wenn man es so nennen will. Weil in der ersten Reihe mehr oder weniger werden sicher gleich russische Armeen en masse stehen. In Island haben wir auch Truppen, okay. Ja, bis die jetzt alle dort angekommen sind, wird Russland wahrscheinlich uns schon relativ weit in unser Land